Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Ja, wir machen weiter mit Imane Highcandle, Candle, I don't know, wie man diesen Namen ausspricht, aber wir sind wieder bei der Jovica Z unterwegs, da haben wir das letzte Mal aufgehört. Und ja, wir reden jetzt mit der Guten und schauen mal, was jetzt hier noch so alles ansteht. Okay, wir haben unsere seriöse Story. Jetzt brauchen wir etwas leichtere Lektüre. Die Klatschspalte. Jörvik ist ein skandalträchtiger Ort. Also los, finden wir den heißesten Klatsch und Tratsch, den diese Insel zu bieten hat. Ich habe bereits einige Leute nach Jarlaheim eingeladen, um sie zu interviewen. Du brauchst also nicht weit zu reiten. Komm zu mir zurück, wenn du fertig bist. Ja, da fällt mir irgendwie direkt irgendwie Loretta ein. Ich weiß nicht, wenn es um Klatsch und Tratsch geht. Dann ist, glaube ich, Loretta und Tan sind da doch unter anderem die richtigen Ansprechpartner. Ich muss mal gucken, wo ich genau hin muss. Wahrscheinlich zur Fähre oder zum Stylepacks-Café. Ah, nein, er hier. Ich bin nicht hier, um zu tratschen. Ich bin hier, um mit den Leuten über die dunklen Machenschaften, die auf Jorvik vor sich gehen, zu sprechen. Ich meine die Dinge, die die GED ausheckt. Old Hillcrest, die Bärenlandzunge, Northlink. Was haben diese Orte gemeinsam? Sie sind Dauerbaustellen, auf denen es vor GED-Arbeiten wimmelt. Sie scheinen nichts zu tun. Ich bin hier, um den Leuten klarzumachen, dass sie uns täuschen und dass wir gemeinsam herausfinden sollen, was sie wirklich vorhaben. Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Was ist die Bärenzunge? Übrigens als Frage, weil ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe auch Beweise. Ich habe einen Rotkit in das Kommunikationsnetzwerk der DGD eingeschaltet. Das Dokument mit einem verdächtigen Titel entdeckt. Operation Alles Unauffällig. Ist das nicht auffällig? Ich muss zurück nach Epona. Ich hoffe, mein Hinweis war spannend genug für die Gazette. Lara, bleib wachsam. Okay, interessant. Also ich finde die GED, ja, über die sollte man auf jeden Fall berichten. Das ist ganz klar, das ist wichtig und richtig, auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, ob das... Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen neuen interviewen oder ob wir jetzt zurückreiten. Ich muss auch erstmal schauen, wo ich genau hin muss. Wahrscheinlich wieder nach Jarlaheim rein. Okay, Farah. Ich dachte echt, wir reden mit Tan und so, aber okay. Ich sagte, die Druiden sind eine geschwätzige Truppe. Sie gehen sich immer gegenseitig an die Gurgel. Ich halte mich raus, aber was ich da so aufschnappe, ist krass. Hast du die Rosen gesehen, die in den Silversong River bei Welday säumen? Alphalon behauptet, er würde sie hegen und pflegen, aber ich habe auch gehört, wie ein anderer Druide sagte, sie wären gar nicht echt. Kein Wunder, dass sie das ganze Jahr über blühen. Apropos Abaddon, es gibt... das Gerücht, er sei der einzigste Druide mit dem Umhang in Welday. Es heißt, immer wenn er etwas Peinliches tut, sagt er, das waren die anderen Druiden im Umhang und regt sich auf, weil man sie nicht unterscheidet. Aber wenn er der einzigste Druide mit Umhang ist, wer ist das dann, der die Gerüchte über ihn verbreitet? Vielleicht verbreitet er die Gerüchte selbst. Er ist ja durchaus für ein bisschen Klatsch und Tratsch zu haben. Okay, ja... meinetwegen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Stimmt, das Theater wäre eventuell noch eine Anlaufstelle, über die man nachdenken kann. Ah, oh mein Gott, ich bin jetzt gerade ewig lange umgeritten. Ich habe nicht gesehen, dass hier Konrad steht, oder? Doch, du bist Konrad, genau. Ja, sehr gut. Was machst du eigentlich hier? Ach so, sie wurden ja eingeladen. Wenn ich vor meiner Schmiede stehe und mit dem Hammer auf den Ambros schlage, ist es, als würde die Welt schmelzen. Die Leute benehmen sich, als ob sie unsichtbar wäre, aber als ob ich unsichtbar wäre, aber ich höre alles. Wusstest du zum Beispiel, dass Beatrice und Josh zusammen waren? Sie haben sich im Guten getrennt und sind immer nur Freunde. Und weißt du, was Loretta macht, wenn sie Dampf ablassen muss? Sie nimmt ein Bad im South Silver Gewässer in Klamotten, inklusive Reitstiefeln und Helm. Und dann wäre da noch... Oh, ich plaudere schon wieder alles aus. Ich habe viel zu viel gesagt. Lass mich jetzt in Frieden. Jetzt, wenn es gerade spannend wurde, hört er auf zu reden. Ich hätte gern gewusst, was noch ist. Okay, interessant. Beatrix und George waren also mal... ein Paar. Okay, interessant. Und Loretta geht also in voller Montur baden. Hätte ich auch nicht gedacht.
Was? Du hast schon 3 Stories? Ich habe versucht, allen Jala im Quatsch aus Cornelia rauszubekommen, aber sie hat nicht reagiert. Diese Dame ist wortkarger, sage ich dir ja. Diese Dame ist wortkarg. Das sage ich dir. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden. Was findest du, welche Geschichte sollen wir in die Klatschspalte der Jovik-Gazette veröffentlichen? Also wenn du wirklich was... Also das mit den Druiden würde ich nicht nehmen. Konrads Klatsch über Moland finde ich ganz interessant, aber ich finde es so viel wichtiger, dass man über die GED aufklärt. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das mit der GED. Eine interessante Wahl. Ich bin gespannt, wie das bei unseren Lesern ankommt. Ich glaube, interessanter hätten es oder klatschiger hätten es alle gefunden, wenn ich das über Moland genommen hätte. Aber ich finde es halt persönlich wichtiger, das mit der GED zu beleuchten. Die Zeitungen sind super. Die Zeitung wird super. Jetzt betraue ich dich mit der allerwichtigsten Aufgabe. Du musst die Interviews für unsere Titelgeschichte führen. Ich habe 3 Leute nach Jalaim eingeladen, die uns ihre Geschichten erzählen wollen. Sprich mit ihnen und dann entscheiden wir, welche davon es auf die Titelseite schafft. Okay, also jetzt wieder 3 Leute finden. Mensch, die Quest ist ja doch ganz schön umfangreich hier, aber das finde ich gut. Ich hoffe nur, dass wir dann ab und... Also, die Story ist jetzt auch schon... die Quest ist auch schon weiter draußen, aber ich hoffe irgendwie, dass wir das vielleicht öfter machen können und jetzt nicht nur einmal und dann nie wieder. Wer bist du? Ach, du bist Roan, ne? Nee, du bist nicht Roan. Du bist eine andere Rangerin. Die anderen Jorvik Ranger und ich haben eine faszinierende Entdeckung gemacht. Wir haben eine Vielzahl neuer Pflanzen auf Jorvik gefunden. Wir haben die bis dato unentdeckte Flora in den Bergen oberhalb der Rennstrecke der Baroness gefunden. Es wächst um ein mysteriöses, untertastenförmiges Objekt. Sind es womöglich Pflanzen aus einer prähistorischen Zeit oder sind sie vielleicht mutiert? So oder so. Das ist eine bahnbrechende Neuigkeit für alle Botaniker. Ja, das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Ist jetzt nichts, was mich so krass interessieren wird, einfach weil ich nicht so der Pflanzen-Nerd bin, aber auf jeden Fall interessant, mal davon gehört zu haben. Okay, Jamie ist da. Heute hat ein riesiges Feuer in Hillcrest gewütet. Der Himmel war schwarz vor Rauch und die Leute sind herumgerannt wie kopflose Hühner. Es heißt, das Feuer sei in der Küche einer Bäckerei ausgebrochen. Natürlich weiß ich selbst nichts darüber. Was sehe ich, die Bäckerin? Jamie Olivenbaum? Zum Glück haben einige Reiter vor und haben mir, ich meine, haben denjenigen, der das Feuer verursacht hat, geholfen. Sonst wäre womöglich die ganze Stadt niedergebrannt. Okay, Jamie hat ein Feuer gelegt. Das ist, oder... Hat er die Muffins wieder nicht rechtzeitig rausgenommen? Das ist Geschichte Nummer 2. Die finde ich sehr uninteressant, muss ich sagen. Und zu guter Letzt noch Luciana. Ich habe das Schloss bei Golden Hills genau unter die Lupe genommen. Es heißt Schloss Märchengast. Was ist denn für ein Schloss bei Golden Hills? Und ich will, dass alle davon erfahren. Ich habe viel über die Zeit herausgefunden, in dem das Schloss erbaut wurde. Über die kaum bekannte königliche Familie von Jorvik und sogar einige Gerüchte darüber, wer jetzt dort leben könnte. Das wäre doch eine gute Geschichte für die Titelseite, oder? Okay, wir haben Pflanzen, wir haben einmal eine brennende Bäckerei und wir haben einmal... eine angebliche jorvikische Königsfamilie. Ich muss sagen, ich persönlich, weil ich mich auch so krass für dieses Königliche sehr krass, sehr interessiere und ich das alles sehr interessant finde, würde ich die dritte, glaube ich, nehmen. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wie findest du welche Seite auf die Titelseite? Obwohl das mit den seltenen Pflanzen natürlich wieder sehr informativ ist. Ja, das muss man dazu sagen. Aber ich nehme märchenhafte Märchengastmysterien durch die neuen historischen Fund aufgedeckt. Das würde ich nehmen. Es ist ländlich und doch fesselnd, genau wie Jorvik. Das finde ich doch ganz interessant. Dann haben wir jetzt unseren Schlagzeilen für die morgige Ausgabe. Eine Sache müssen wir heute noch erledigen. Wir brauchen ein paar Fotos vom Jorvik-Stall. Wenn du Talent zum Fotografieren hast, nimm dir diese Kamera und mach ein paar Bilder für mich. Natürlich. Also fotografiert haben wir schon öfter, ne? Also wir sind ja unter anderem auch irgendwie das Mädchen für alles hier auf Jorvik. Wir machen ja irgendwie auch alles und natürlich haben wir auch schon ab und zu fotografiert und deswegen ist das gar kein Problem, wenn wir jetzt hier wieder ein paar Schnappschüsse machen.
Oh, es ist so süß. Milo liegt so ein bisschen neben mir auf dem Stuhl und schläft. Und ich weiß nicht, ab und zu wachen Katzen halt auf und lecken sich dann zweimal irgendwie über die Pfote und dann schlafen sie weiter. Das ist richtig niedlich. Okay. Aha, ich freue mich auch, wenn der Jorvik-Stamm überarbeitet wird. Obwohl, sind die Mauern... Nee, die Mauern sind nicht neu. Also ich bin ja auch nicht so oft. Aber wenn das hier alles noch ein bisschen hübsch gemacht wird, ich meine, von Inneren sieht der Stein natürlich schon schick aus. Also dieses ganze Äußere, genauso wie Jalaheim. Jalaheim braucht auf jeden Fall auch noch ein Update. Mal gucken, wann es da dazu kommt. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn das irgendwann passieren würde. Dass sich das irgendwie grafisch so ein bisschen dann auch anpasst an alles. Genauso wie das Landgut. Weil wir haben eine schicke Reiterarena, wir haben eigentlich alles rumherum sehr hübsch und dann dieses Landgut passt irgendwie gar nicht rein. Okay. Wow, guck sich das einer an. Gut gemacht, Frau Fotografin. Dann werde ich jetzt unsere erste Ausgabe drucken. Komm morgen wieder, du willst doch die erste Ausgabe nicht verpassen. Okay, also muss ich jetzt hier einen Tag warten. Ja gut, okay, dann gucken wir uns das halt morgen an, was da passiert ist. Gut, okay, ich würde sagen, ich nehme das jetzt einfach als Anlass, die Folge für heute zu beenden. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.